Hey Leute, Alex hier von Plugin Tesla. Wie geht's euch? Heute haben wir das nächste Zubehör auf der Liste. Und zwar geht es heute eigentlich um das schöne Ding hier. Fensterheber sind bei Tesla standardmäßig aus Plastik. Und heute versuchen wir mal, das in Chrom zu fassen. Ich hole euch ein bisschen näher ran. So, ich habe das kleine Stück hier aufgemacht. Ich habe die zuerst für mich bestellt gehabt, aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich bereits das neue Türdesign habe, wo eigentlich alle Zierleisten aus der Farbe Space Gray bestehen, und mich umentschieden und wollte die nicht mehr. Zum Glück hat ein Freund von mir noch ein älteres Model S, und er übernimmt diese silbernen. Das heißt, wenn ihr noch ein bisschen älteres Model S habt, das beispielsweise 5-6 Monate alt ist, da werdet ihr noch die silbernen Zierelemente auf eurem Tesla haben, und da sollte das hier sehr, sehr gut passen. Also schauen wir uns das mal an. Das würde so rüberkommen. Das kann man ganz einfach raufkleben, was ich jetzt nicht machen werde, da ich das einem Freund versprochen habe. Aber es ist ganz, ganz einfach. Ihr habt hier M3-Kleber auf der Rückseite. Hier könnt ihr einfach alles ablösen. Das hat auch einen gewissen Abstand zu dem Plastik dann mit dem Kleber, damit ihr quasi dieses Element hier, falls ihr keinen Bock mehr habt auf diese Zierleiste, das auch nicht zerkratzt. Das heißt, das würde alles so aussehen und würde eurem Model S eigentlich ziemlich viel Eleganz verleihen. Das gibt es auch für die drei weiteren Switches oder die drei weiteren Knöpfe auf allen Türen. Und hätte ich jetzt nicht diese Zierleiste in Space Gray, würde ich mir das kaufen. Das findet ihr auf Amazon für etwa 25 Euro. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach bestellen. Ich link euch das unter diesem Video. Und ich werde jetzt noch 1-2 Fotos einspielen, damit ihr seht, wie das montiert aussehen würde. Beziehungsweise ihr werdet auch die kleinen einzelnen Switches kurz sehen. Ja, das war es auch schon für dieses Video. Ziemlich kurz, ziemlich knapp, weil man da nicht mehr dazu sagen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Tschüss!